Ja, guten Morgen, Frau Schwenk. Ich wollte nur sagen, wir sind jetzt auf dem Weg zu Ihnen. Ich bin nicht schnell, Mutti. So. Wie heißen du? Martin. Martin? Ja. Anina. Hallo. Hi. Ja, genau. Da kann ich super. Gut, haben wir. Bitte 200 Meter links abbiegen. Dann haben Sie das Ziel erreicht. Guten Morgen, junger Mann. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ich bin die Susi. Ich bin Angelika. Okay. Das ist mein Sohn, der Martin. Hallo. Mit der kann man die Perspektive super einfangen, nicht so, sondern... Das können wir. Wenn Sie offen sind, mit der rum zu experimentieren, dann... Und wie das dann wird, das sehen Sie dann in Ihrem Film, was dabei rauskommt. Wow, oh, herrlich. Genau, das auch richtig. Dass das von der. Das bitte an. Jetzt kriegst du gleich. Das ist ja mal modern gemacht. Mutti wird jetzt ins Wasser gelassen. Ja, passt. Fast wackelt und hat Luft. Oh, die Bäume sehen toll aus. Ja? Von unten bis oben grün. So. Ja. Die Fahrt, die war super. Ja, war Luxus pur. Sonst wäre ich immer angeschnallt, lapillar, und ich rutsche mit dem Rollstuhl hin und her. Bei dem jungen Mann hier habe ich keine Angst gehabt, brauchte ich mich nicht mal festhalten. Ich habe wirklich keine Angst gehabt. Ich habe mich das erste Mal im großen Bus wohlgefühlt. Das wollte ich dazu sagen. Zu den beiden dann. Ich fand das sehr toll mit der Rampe, weil ich habe sowas nie gekannt. Überhaupt, ich kannte überhaupt keinen Kampfwagen. Ich fand das schön. Los! Juhu! Ja! Und zack und... Wow! Weiter! Erdbeeren war so ein schwarzer Teller. Wir wissen nicht, wie es sich verhalten wird. Erdbeeren. Danke. Ja, Frau Schenk, einmal Vanille. Ja. Mhm. Schön. Oh, lecker. Großer Wagen sagt Tschüss!